Ich hoffe, der Robert Wetzel ist dann dort bei uns zu Gast und vielleicht sind seine Kameraden mit dabei. Nächstes Spiel gleich, Mödling gegen Salzburg. Der letzte gegen den ersten, ein interessanter Aspekt. Salzburg hat in Mödling noch nie gewonnen. Die Salzburger haben auch die wenigsten Tore bisher erhalten, oder die wenigsten Tore geschossen, und die Mödlinger haben auch die wenigsten Tore geschossen. Da komme ich schon ein bisschen durcheinander. Eines ist auf alle Fälle klar, Trainer Otto Baric konnte es sich heute leisten, eine ganz prominente Ersatzbank zu bieten, mit Hasenhüttl, mit Eigner, Hieber und Winkelhofer. Ein prominenten Treff auf der Ersatzbank also. Es ist ein Auswärtsspiel, aber für die Salzburger geradezu ein Heimspiel, denn sicherlich mehr als die Hälfte der 4000 Besucher mit einer Salzburg-Fahne oder einem Salzburg-Schal. Die Salzburger ganz in Weiß, ein Freistoß. Es ist ein bisschen so wie David gegen Goliath, aber dem David, dem fehlt die Steinschleuder, auch wenn hier Resch gut geschossen hat. Noch einmal dieser Freistoß von Resch. Danach ist die Hälfte des Gegners für die Mödlinger fast so wie verbotenes Territorium. Die Salzburger ununterbrochen im Angriff. Eine dichte Abwehrmauer vor dem Strafraum der Mödlinger. Foul an Artner. Er findet es gar nicht gut. Nämlich Trainer Walter Stöffelbauer. Er weiß um die Gefährlichkeit von Mladenovic. Und Torhüter Hans Leitert, ein Schüler von Franz Wohlfahrt. Jurcevic. Kopfball von Glieder. An die Außenstange. Glück für Hans Leitert. Und wie groß das Glück hier war. So, jetzt geht einmal Aberle auf Entdeckungsreise in die gegnerische Hälfte. Schüchterner Vorstoß, kein schlechter Schuss, aber doch deutlich daneben. Leitert im Bedrängnis. Hütter. Und unglaublich, dass dieser Ball von der Innenseite der Stange wieder herausspringt. Jetzt haben die Salzburger bereits beide Stangen getroffen, aber noch nicht ins Tor. Noch immer 0:0. Ganz selten die Gegenstöße der Mödlinger. War ein Kopfball von Helm. Rollende Angriffe gegen Salzburg. Paulian Stadler. Mladenovic und großartige Reaktion von Leitner. Pausenstand 0:0. Die Salzburg-Fahnen aber keineswegs auf Halbmast. Resch. Von Feiersinger gelegt. Aberle. Die Stange. Die Wiederholung zeigt, sucht und findet Torhüter Konrad Trost bei der Stange. Otto Baric springt auch Eigner, stellt um, ist nicht zufrieden, verständlich. Fehler von Feiersinger, Gruber. Und jetzt ist Konrad selbst direkt. Nikischer, Gruber und Aberl. Ja, jetzt nach der Pause die Mödlinger weit gefährlicher und sie kommen einem Treffer ebenso nahe wie die Salzburger. Glieder, Mladenovic und wieder Leitert mit einer exzellenten Leistung. Noch einmal Mödling, Puschkasch, er scheitert an Konrad.
Auch diese Chance sehen wir gleich noch einmal. Es bleibt aber beim 0:0 und wieder unentschieden der Salzburger. Wie geht's Ihnen nach diesem Spiel? Ja, gesund bin ich, zum Essen mir jetzt bekommen und dann anschließend werden wir nach Hause geführt. Also ich bin rundum glücklich. Das ist 100 Rechsel, Pass und viertes Unentschieden in Serie. Insgesamt das 15. Tipp-X. Das ist ganz klar. Sehr viele Zuschauer in Mödling, das haben Sie selbst gesehen, auf den Rängen. Nicht nur, weil die Salzburger gezogen haben, sondern weil die Bundesliga-Bringer-Familie wieder wie im Vorjahr ins Feld. Ein Mann mit seiner Frau, zwei Kindern, lassen sich einen Einkaufspreis einer Karte entscheiden, dort einen Folder ausfüllen, einschicken, auch in den Tageszeitungen sind dementsprechende Folder einschicken und bei uns dann wird mein Kollege Hans Huber in der nächsten Sendung eine Auslosung vornehmen, wo Sie eine Reise nach Paris für ein Weekend für vier Personen gewinnen können und ins Disneyland auch noch gehen können. Also mitmachen, Bringer Family der Bundesliga. Wir sind damit schon beim nächsten Spiel. Steyr gegen Admira. Die beiden liegen so in der Tabelle, dass der